Moin Moin da draußen und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Letzte Folge knapp überlebt, draußen grunzt es schon wieder. Wir wollen draußen mal erstmal ein bisschen aufräumen, weil ich keine Lust habe, dass mir irgendjemand hier wieder was zerledert. Ich habe ein kleines Problem. Ich spreche da jetzt auch mal ganz, ganz, ganz direkt den lieben Hirnschutz zockt an. Ich werde den auch in der Beschreibung nochmal verlinken. Vielleicht weiß der da Rat. Weil ich auch leider ein bisschen eingebunden bin. Deswegen kann ich auch nicht mehr eben fix bei Ihnen aufs TS kommen. Folgendes. Zwischen den Aufnahmen mit DxStory nehme ich ja auf. Habe ich das Problem, dass sobald die Aufnahme beendet ist, ich nicht direkt in die neue Session einsteigen kann. Sondern ich muss erstmal wirklich ganz knallhart 7 Days to Die komplett schließen. Ich habe irgendwie den Anti-Cheat von 7 Days to Die da ein bisschen im Verdacht. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, ich werde mal gucken. Ich weiß nur, es nervt. Aus dem einfachen Grund, wie in der letzten Folge jetzt zum Beispiel. Ich habe hier die Mega-Horde vor der Tür. Naja, Mega-Horde ist jetzt übertrieben, aber ich habe eine Horde vor der Tür, die habe ich eiskalt erlegt. Bevor sie mich erlegt haben. Hab mich danach ins Haus verkrümelt und ich konnte jetzt wirklich nicht einen einzigen looten, weil ich für die nächste Aufnahme, sollte ja mit dabei sein, irgendwie, das Spiel neu starten musste. Und das kotzt mich mittelmäßig schwer an. Aber im Bett habe ich gesetzt, für alle Fälle. So, was das nämlich in der letzten Folge war, dass diese kleine Horde, die danach kam, irgendwie direkt an mir vorbeigelaufen ist. Ich habe nichts dagegen. Keineswegs. Lauft ruhig. Lauft! Aber das hat mich doch ein bisschen irritiert. Das war ein bisschen, naja, vielleicht hatten sie keinen Appetit, vielleicht fanden sie die Leichen da hinten von ihren Kollegen interessanter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich keine Ahnung habe. So, ich habe irgendwo noch TNT. Ja, nö. Nö. Da. Zwei Stück. Reicht erstmal, um mich grob in Form zu sprengen. Die sitzen wahrscheinlich schon wieder über mir, die Pansenköbbe. Muss ich mir auch wieder neues TNT craften. Dafür brauche ich Blätter. Deswegen werde ich hier auch jetzt erstmal nur ein oder zwei Minisprengungen machen. Um ein bisschen in Form zu kommen. Klang auch irgendwie zweideutig. Naja, zweideutig nicht unbedingt. Vielleicht denke ich auch schon wieder zu zweideutig. Oder? Wie mache ich das? Warte mal, mal kurz überlegen. Da. Da. Nee, ich gehe gerade. Und wie die Viecher über mir sind. So, und jetzt kommt nämlich das Spannende. Ich werde alles Baumäßige hier lassen. Und dann werden wir sage und schreibe, ich glaube immer noch nicht, dass ich das jetzt sage, drei Folgen lang, die nächsten drei Folgen werden wir looten. Das heißt, erkundigen, looten. Nebenbei erkundigen, vielleicht noch ein bisschen looten. Und wie die Spacken über mir sind. Die Frames brauche ich auch nicht, aber ich habe keinen Platz mehr. Du kommst mit. Die Eier nehme ich mit. Die Iron Pipes lasse ich auch erstmal. Ne, die nehme ich mit. Für alle Fälle sollte ich unterwegs irgendwas abbauen müssen oder mir ganz geschwind ein zweites Quartier einrichten. Das kann ja immer mal passieren. Die beiden nehme ich mit. Und düp 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 dü. Düp düp dü. Düp dü. Schwierig. Wo sind denn jetzt? Da. Das habe ich, das habe ich, das habe ich.
Feuerholz kann ich mir in der Not woanders hinsammeln. 20 kleine Steine für den Fall, dass ich es halt unterwegs Campfire craften muss, etc. pp. Ihr kennt das Spielchen. Fackeln lasse ich auch erstmal mit im Inventar. Eier sind mit. Speck habe ich noch 2. Dann fresse ich hier jetzt erstmal die Konserven weg. So. Nehme die beiden erstmal zusammen. Da. Dann kann das nämlich gleich dahin. Die können dahin. Die können wieder zurück. Die Pistole lasse ich auch erstmal hier. Das ist nämlich meine TNT-Pistole. In der Hoffnung, irgendwie unterwegs noch ein bisschen Munition oder sowas zu finden. Quatsch, wir machen nochmal was ganz anderes. Das kann nämlich so nebenbei im Hintergrund laufen. Ach, da waren sie doch. So. Die Nachbarn brüllen schon wieder. Sorry, wenn ihr das in der Aufnahme drin habt. So, dahin. Dann benötige ich klick, 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 klick. Ach komm, kein Geiz. 40 Stück. Sollte genügen. Dann kann ich nämlich für unterwegs hier raus gleich Stöcker machen und kann schon mal Pfeile craften. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht los. Bett ist gesetzt, den Waypoint kann ich mal wegsetzen. Wo wollen wir hin? Dahin. Dahin. Und dann gucken wir mal, was das Ganze hier an Spaß bringt. Yay, Freude. Auch wenn ich mit dem Zeug, was ich da jetzt aus denen rauskriege, gleich stinken werde wie die Pest. Das ist mir aber egal. Ist übrigens einer der Aspekte, der mir ganz, ganz, ganz gewaltig an den neuen Update so gefällt. Das gerade so mit den Lebensmitteln, dass man da nicht an jeder Ecke irgendwo was findet. Das finde ich geil. Wow. Habe ich schon eine Hose? Ja. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn wir jetzt mal so an die Prä-Alpha denken. Da hat man eine Hütte gefunden, konnte sich bequem einquartieren, weil man hatte mehr als genug zu futtern. Und dass jetzt so dieser Kernaspekt auch auf der Jagd und so weiter liegt, oh, das finde ich klasse. Da ist noch einer. Kann man nie genug haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich auch ein bisschen umgewöhnen dafür, weil ich sonst immer die Tiere eigentlich in Ruhe gelassen habe, in dem Wissen, ach, ich habe ja mehr als genug Konserven. So, die sind fertig. Wie viel kriege ich denn da raus? 120. Mensch, habe ich gut abgepasst. Halbwegs gut. Hau ich hier nochmal eben ein Bäumchen um. Ja, komm. Perfekt. Und dann gehen wir mal... Achso. Dann laufen wir jetzt mal stinkend los. Ein bisschen meine Leiste im Auge behalten. Weil ich mir eigentlich so die Sachen, gerade die Getränke und so, aufbewahren will. Ich will nicht den Fehler machen, wie sonst, jetzt hier alles reinlöten, nur um schnell voranzukommen. Um dann später zu merken, oh, irgendwie kommst du nicht mehr zurück. Ich entwickle hier schon wieder eine kleine Paranoia. Ich sehe schon wieder Zombies, wo gar keine sind. Keine Paranoia.
denke auch schon wieder schlechter von mir, als ich es eigentlich bin. Komm. Die hau ich jetzt noch zu Matsch, tut mir leid. Um mich herum ist keiner, das ist schön. Nee. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ich werde auch in Zukunft keine Dosen mehr aufbewahren. Das hingegen nehme ich mit Schwester. Danke. Aus dem einfachen Grund schon, ich habe jetzt mittlerweile so viel Eisen gefunden. Oh, das war doch ein geiler Schuss. Jetzt mal ehrlich, der war doch cool, oder? Muss ich nur noch? Da. Wollte gerade sagen, den Hasen finden. Kann man eigentlich. Nee, ne? Kann man nichts draus gewinnen. Also ist das total überflüssig, die aufzubewahren. So. Jetzt habe ich meinen Satz schon wieder vergessen. Egal. War nicht wichtig. Lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Wenn ihr wisst, wie ich den Satz beenden wollte oder eine Idee habt, wie ich diesen einen abgebrochenen Satz jetzt eben beenden hätte wollen, schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr da glaubt. Können wir ein kleines neues Spielchen machen, da ich hier öfters mal Sätze vergesse. Vervollständige den Goro. Finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Das klingt zwar eher wie so ein typisches Forenspiel für Off-Topic, aber das wäre doch mal was. Da kommen bestimmt ein paar lustige Geschichten bei rum. So. Ditte, ditte und ditte und mach. Glücklicherweise ist es mitten am Tag. Das Einzige, was uns hier halt nerven könnte, wären Hunde. Das war zu früh. Oder Bienen, wie man hört. Verdammt. Nun komm runter. Du Blödmann. Ich stehe hier. Danke. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Zombie-Sorte nicht mag? Die wackeln mir zu sehr. Nö, brauche ich nicht. Und dieses ewige über Steine glitschen finde ich auch langsam nicht mehr lustig. Was habe ich denn jetzt schon an Pfeilen verschwendet dafür? Also, dadurch, dass wir Papier brauchen für das ganze TNT, liegt unser Augenmerk natürlich auf Aktenschränken. Jetzt habe ich einen Zinderblock eingesammelt. Oh, Bücher, perfekt. So gefällt mir doch der Start. Das nehme ich auch mit. Das ist der radioaktive Erde. Tritt mal besser nicht rein. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt wirklich noch radioaktiv ist oder einfach nur hier auch. Da kann man rüberlaufen. Das wird wohl immer noch so. Yes! Das werden wohl immer noch so die letzten Grafikreste sein von der radioaktiven Erde, weil die Map ist ja endlos groß. Somit ist ja auch diese radioaktive Erde überflüssig geworden.
Zinderblock. Das mampfe ich jetzt gleich mal. Und ja, verklagt mich dafür, die Dose kommt weg. Der Reinforce kommt auch weg. Der Stick kommt weg. Das wird gesoffen. Ja gut, die Gläser kann ich nochmal lassen. Die sind jetzt nicht so tragisch. Mal schauen, ob sich hier in diesem Biom irgendwas Hübsches aufbaut. Eine kleine Stadt wäre ja mal nett. Oder es muss ja nicht mal eine Stadt sein, aber hier so eine... Jetzt will mir das Wort nicht erfallen. So ein Lagerhaus, so eine Industriehalle. Die wäre doch mal cool. Oh, den Wok nehme ich auch nochmal mit. Schadet ja nicht. Okay, was haben wir hier? Kaffee. Kaffee ist ein Muss. Ich habe im Übrigen, und das muss ich ja gestehen, mit Ausnahme jetzt von der Arbeit, ich bin ja die halbe Woche jetzt schon wieder auf Arbeit gewesen. Bam! Ach, das könnte mir hier doch richtig gefallen. Oh, das gefällt mir aber richtig hier. Die ganze Zeit über, ich meine, ihr kennt mich jetzt, ich bin ja Kaffee-Junkie schlechthin. Ich habe außerhalb der Arbeit nicht einen Tropfen Kaffee angerührt. Ich habe langsam Angst vor mir selber. Hieß es nicht anfangs mal so fertige Schusswaffen sollten eigentlich ziemlich rar sein? Haben die dabei auch dieses Biom bedacht? Ich glaube nämlich nicht. Oder habe ich jetzt hier einfach nur mal mordsmäßig Glück? Sind eure Erfahrungen da? Weil ich muss ehrlich sagen, in meinem privaten Survival, was ich auch in letzter Zeit eigentlich zeitlich kaum noch spiele, da habe ich nicht irgendwie jetzt großartig ein verbranntes Land, also hier so eine Einöde, sage ich jetzt mal, vor der Tür. Deswegen habe ich da noch nicht nachgucken können. Oh, hell yes. Ich vermute fast, ich habe zu viel Kleinkram mitgenommen. Und das da drüben, eigentlich gefällt es mir nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, dass mir genau in diesen Bereichen immer die Frames sehr, sehr rapide einbrechen. Boah, erstmal nur ein Campfire. Ich habe hier genügend Steine, wenn was ist. Brauche aber definitiv Platz. Genug für TNT haben wir jetzt eigentlich schon da. Und, na, noch gehen die Frames. Die kommt auch gleich wieder weg. Handschuhe habe ich schon, brauche ich alles nicht. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an den vorletzten Livestream, wo ich bei den lieben Hirnschutzzock mit dabei war. Das war, glaube ich, sogar, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, eine Vorschau der Alpha 9. Ja, müsste es eigentlich gewesen sein. Komm, genügend Pfeile habe ich ja jetzt erstmal. Da hatten wir uns nämlich... War das da, wo wir uns einquartiert haben? Nee, doch. Nee, da. Da haben wir uns einquartiert, oben auf dem Dach. Das weiß ich noch. Das große Gemetzel noch danach. Oh, ich... Wow, 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 wow. Was schmeiße ich jetzt weg? Stoff. Nein, nicht die Pfeile. Bist du Jack? Ne. Nö. Brauche ich auch nicht. Hier war doch immer etwas Interessantes drin. Ein Büro ist nie verkehrt.
Büro ist doch verkehrt. Oh, Karton, Karton, Karton. Serious. Hier was drin, außer ein Schreibtisch? Nö. Gehen wir mal eine Etage höher. Ich finde Holzbretter. Ist ja auch genial. Oh. Brauche ich eigentlich alles nicht. Also zumindest jetzt hier in dieser Situation. Das war schade. Die Eier nehme ich mit. Upsala. Da waren die Frames mal ganz schnell weg. Was passiert denn jetzt hier? Du kommst weg. Ich glaube, der Mais kommt auch erstmal weg. Er schlagt mich nicht dafür. Ich brauche Platz. Ich muss jetzt gerade echt abwägen, was ist wichtig und was nicht. Nein, komm. Da ich sowieso die Aufnahme gleich beenden werde, weil es ja schon wieder soweit ist, und ich es nicht nach Hause schaffen werde, bleibe ich erstmal hier. Und bis ich die nächste Aufnahme starte, habe ich es mir wahrscheinlich schon wieder dreimal überlegt, was denn doch wichtig ist und was nicht. Und die Hälfte sowieso wieder weggefeuert haben. Brauche ich nicht. Aber im Großen und Ganzen ist die Ausbeute ein bisschen... Ja, doch. Ein bisschen mager. Die kommen nämlich mal weg. Aber Scrap Iron nehme ich mit. Oh, fast ein bisschen zu schwungvoll. Habe ich den jetzt schon? Nein. Habe ich auch nichts verpasst. Da war ich schon dran, da war ich schon dran. Ich glaube, ich habe alles. Das ist übrigens mein erster Besuch hier in diesem Parkhaus. War ich vorher nie drin. Warum auch immer. Okay, so. Ja, meine Lieben, wir sind am Ende angelangt. Ich mache jetzt hier einen Cut. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Da werde ich dann spontan entscheiden, laufen wir zurück und bringen unsere Sachen erstmal in Sicherheit. Und kommen dann wieder. So weit ist das jetzt nicht unbedingt. Oder ob wir dann hier uns immer mit den rumgematscht. Ich tendiere eigentlich eher zu zurücklaufen. Aber ich mache hier jetzt erstmal Schluss. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich verbleibe wie gehabt mit einem... Gehabt euch wohl und tschüss, ciao und auf Wiedersehen.